Pumpe Calibra, Junge! Aufwachen! Die Leute wollen ein neues Video! Ihn doch aus! Oder wofür bezahle ich dich? Na, wollen wir mal gucken hier. Vorsichtig, bitte. Ui, Freunde hier. Komm da rauf. Ja. Alter. Was sagst du, Nora? Regt sich da was? Was für ein Auftritt von der Eisdiele, Junge! Bam! Ne, jetzt ernsthaft, ist gut, ne? Ja. Sehr ja, gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Also ich für den Todes. Das ist im Prinzip fast 1:1 wie der von Riga, bloß der von Riga hat 500 Euro gekostet, das habe ich nicht eingesehen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo wird der montiert? Weil wir können ihn ja nicht, also hier kann er ja nicht drauf montiert werden, weil dann kann die Heckklappe nicht mehr auf. Das heißt, er muss ja nur mit diesen Stücken hier, warte mal. Guck mal hier, ah, hier sind Löcher. Zeig das mal der Kamera so. Da sind zwei Löcher, die setzen wir hier mal an. Ja. Passt der bei dir auch? Ja, ideal. Perfekt. Der liegt hier nicht auf. Ne? Guck mal, das ist hier so ein ganz schmaler Grat zwischen Kotflügel und Seitenteil hinten. Weil sonst, normalerweise, wenn du die Heckklappe dann jedes Mal zumachst, würdest ja, du ja das da raufschlagen. Ne? Mhm. Also da müssen wir mal gucken. Das wären dann ja quasi hier genau am Rand Löcher, die man bohren muss. Ah, guck mal. Ui. Das wird aber eng. Wo sollen wir denn da bohren? Ja, also das wird hier dann genau an der Kante. Das machen wir dann aber dann, wenn Elvis da ist. So. Erstmal ein Bierchen. Schnell dir die Bier rein, Junge! Ach, Cheffi, möchtest du wirklich so rumlaufen? Was? Wieso? Ja, wir wollen doch Werbung machen für unsere Klamotten. Außerdem ist morgen schon der zweite. Ich habe wie Januar immer noch kein Gehalt bekommen. Du bleibst dann doch mal von die Bier weg, du Fickschnitzel! Will mir erzählen, wie ich mein Geschäft zu führen hab, Muschi? Okay, nee, Leute, erstmal ganz im Ernst. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, mir bringt das sehr, sehr Spaß, uns allen hier Spaß, diesen Content zu produzieren. Wir sehen ja auch in den letzten Videos, dass euch das sehr gefällt. Warum geht mein Schnauzer jetzt ab? Das Ganze muss natürlich irgendwie finanziert werden. Wir haben Vollzeit-Kameramann, wird langsam eng in der Staatskasse und ist auch nicht ganz so leicht, jemanden zu finden, wenn man diese New Kids Videos dreht, der die Videos unterstützt, wie wenn man seriöse Videos machen will. Deswegen zählen wir auf eure Zusammenarbeit hier. Wir haben unsere erste Kollektion jetzt rausgebracht. Vor 2 Monaten kam ja schon der erste Value Pulli raus. Sehr, sehr dankbar waren wir da über die rege Zustimmung, die große Abnahme von euch. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt ein paar neue Colorways, ein paar neue Produkte. Also den Hoodie kennt ihr ja im Prinzip schon, wie gesagt, von der letzten Kollektion Pia. Komm mal kurz ins Bild. So sitzt das gute Stück hier. Ganz basic, Oversize Hoodie, 320 Gramm pro Quadratmeter. Drop Shoulders, hier so eine schönen engen Bündchen. Hinten so eine schöne Doppelnaht. Also echt hochwertig alles. Danke dir, mein Liebe. Und den ganzen haben wir jetzt im Prinzip gleich rausgebracht. Nochmal in 2 neuen Colorways. Wir haben statt dem Stick hier am Ärmel, am schwarzen Pulli, gibt es hier so eine Flagge. Und haben den Stick jetzt hier an der Brust. Der am Hals ist gleich geblieben. Leichte Änderungen gibt es im Vergleich zum Vorgängermodell. Wir haben die Kapuze ein bisschen größer gemacht, weil ihr euch das gewünscht habt. Und diese
Bündchen, die lagen dem einen oder anderen etwas zu eng an. Die haben wir aus einem etwas elastischen, weicheren Material gemacht, damit das alles entspannter sitzt. Ansonsten ist der Schnitt so gleich geblieben hier. Schön mit rot-weißem Stick und blau-weiß auf dem grauen Pulli. Gibt's nicht viel zu sagen. Ja, jetzt haben wir auch endlich mal ein T-Shirt. So, T-Shirt wird es in zwei Farben geben. Einmal schwarz und einmal ein Olivton. Und kann ich euch mal zeigen hier, komm. Ja, wollte gerade sagen, zeig komm, mal hier. Zieh dich mal aus, Junge. So, also, das T-Shirt ist legit das geilste T-Shirt, was ich jemals getragen habe im Leben. 270 Gramm pro Quadratmeter. Das ist so im Vergleich normale Pullis, wenn man, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber wenn man in den Laden geht und sich einen Pulli kauft, sind das so 270, 280 Gramm. Also das hier ist so schwer wie ein normaler Pulli, fühlt sich ultra wertig an. Wir haben so richtig lange Ärmel. Also man muss den Schnitt halt mögen, ist so boxy, ein bisschen geschnitten, relativ kurz, lange Ärmel. Einfach nur clean, Stick. Boah, ich stink voll, ne? Gut, ich zieh mich schnell wieder an. Also das war das T-Shirt Real Talk. Gibt's im Dreier-Set, günstig. Normalerweise in der Qualität, wenn man irgendwo ein T-Shirt kauft, Minimum 30 Euro. Bei uns gibt's das Dreier-Set für 54 Euro, weil, ja, mache ich genauso viel Gewinn mit dann und lohnt sich, glaube ich, für die Leute mehr, weil ein T-Shirt trägt man ja jeden Tag, ne? Ja. So, weiter geht's. Dann haben wir noch das zweite T-Shirt. Das sieht jetzt hier so ein bisschen sandfarben aus. Das wird am Ende eine ganz andere Farbe haben. Das liegt jetzt daran, dass der Stoff quasi nur für uns produziert wird. Das wird so ein Oliv, so ein bisschen Militärfarben und dann aber ausgewaschen, so Stonewash-mäßig. Das wird richtig wild aussehen. Ich weiß, davon haben wir jetzt leider keine Fotos. Auch niemand, der das professionell genug hätte bearbeiten können. Aber müsst ihr halt entweder mir vertrauen oder es lassen. Das wird am Ende extrem wild, dunkler oliver Stoff mit Stonewash, Acid Wash. Das wird einfach sexy, Leute. Da werdet ihr bereuen, wenn ihr da nicht zugeschlagen habt. Hier. Bim, 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 bim. Weiter geht's. Mit der schönen Weste. So, hier haben wir eine Puffer-Weste rausgesucht. Zeitlos und gleichzeitig eigentlich jedes Mal im Trend mit Innentasche. Hält schön warm im Winter. Ist auch wasserfest und mit Reißverschluss die Taschen. Na, so. Sehr wilder Ding, sehr wilder Ding. Pia, schmeiß mal über den Lachs. Ich will mal wieder Model. Ui. Geil. Ja, zur Weste gibt es nicht viel zu sagen, ist halt eine Weste. Ja. Was haben wir hier noch? Schön zu den Pullis passend, schöne Jogginghosen. Die haben wir, man muss dazu sagen, der Schnitt ist ja ein eigener Schnitt von Nora, von den Pullis. Und Jogginghosen zum Beispiel, die haben wir jetzt, ne, innerhalb von einem Monat kannst du nicht so viele Sachen entwickeln. Ja. Da haben wir das mehr oder weniger, wir müssen eigentlich jetzt mal das Rad neu erfinden, von verschiedenen Jogginghosen Elemente zusammengefügt, die uns sehr gut gefallen haben. Unter anderem hier oben angefangen bei Bund, schöner, stabiler Bund. Innenliegende Schlaufen, schöne tiefe Taschen mit Reißverschluss, weil es mir persönlich immer ultra auf den Sack geht, wenn man eine Jogginghose trägt und das fällt unten raus. Ja. An den Seiten hier so eine richtig schöne, also das ist einfach geil verarbeitet. Das ist der gleiche Stoff wie von den Hoodies. Hier so eine schöne Dinger und am Ende am Saum so ein schönes Ding, dass man den so tragen kann. Haben wir die in M nochmal ab hier? Willst du nochmal reinquälen? Okay, ist jetzt sehr groß geraten hier. Pia trägt auch sonst S oder XS, das ist jetzt eine M. Aber ihr seht ja ungefähr, wie die aussieht. Ist auf jeden Fall gerade geschnitten. Hier könnt ihr die halt entweder offen tragen oder halt so, wie ihr das wollt. Und ich glaube, das war's auch schon, ne? Ja. Das war's mit den Klamotten, liebe Freunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne mal einen Besuch auf der Website da, wenn ihr dieses Videoformat unterstützen wollt. 100% der Gewinne gebe ich euch die Hand drauf, fließen in den Content. Und, liebe Freunde, es muss ja irgendwann auch ein Nachfolger kommen für dieses wunderschöne Kfz, auch wenn es dann technisch gesehen eventuell eher der Vorgänger sein wird. Aber da will ich nicht zu viel verraten. Jetzt kommt gleich Elvis vorbei und wir knallen erstmal den Hexboiler dran. Junge, 5000 Euro. Von Elvis auch wieder mit von der Partie. Und du hast sicherlich schon gespottet hier unseren wunderschönen Heckflügel. Ja. Was sagst du? Was sagst du, Jung? Ja, passend auf jeden Fall zum Rest vom Fahrzeug. Aber komm mit. Damit wollen wir noch ein bisschen auf die Folter spannen, denn... Das haben die schon gesehen, die Leute, ne? Direkt beim ersten Video. Wir haben ein Sportlenkrad gekauft und das war hier in so einem Paratzen Silber. Blende mal kurz über, Phil, wie das am Anfang aussah. Das habe ich hier richtig schön lackieren lassen, gespüllert, gefüllert, gespachtelt, alles. Guck mal, in so einem schönen Lachs, Schwarz, Glanz, Metallic. Hier ist der passende Airbag dazu. Wir haben ein Rage Sportlenkrad. Das sind richtig alte, seltene Dinger hier.
Und da war leider nur ein Hupenkopf. Und einer von euch da draußen hat mich angeschrieben, hat gesagt, ey Diggi, ich fertige die selber hier. Diese Hupenknöpfe. Habe ich jetzt hier zwei CNC-gefräste Hupenknöpfe zugeschickt bekommen. Also danke dir, mein Lieber. Das bauen wir gleich ein. Jetzt sehen wir natürlich bei dem Lack. Elvid, mit dem neuen Lack sieht das Leder natürlich jetzt nicht mehr so doll aus. Ne? Yes. Müssen wir mal gucken, wenn es an die Innenausstattung geht von dem Auto. Machen wir das vielleicht nochmal neu, aber jetzt bauen wir das erstmal ein, um zu gucken, ob überhaupt das passt von den Anschlüssen und der Narbe und dem Hupenkopf und den Airbag. Freunde, das Problem ist jetzt, wir haben keinen Lenkradabzieher. Wer braucht den Lenkradabzieher? Bei Mercedes brauche ich noch nie einen. Freunde, im GM-Service-Handbuch steht, wir brauchen Werkzeug. KM210A. KM210A und man soll unter keinen Umständen mit einem harten Gegenstand auf die Lenkspindel schlagen. Ich wollte nur ein Sportlenkrad einbauen, Junge. Gott verdammte Sportlenkrad. Jetzt passt das alles nicht. Ah ja, okay, scheiß drauf, Digga. Wir machen jetzt einen Spoiler erstmal. Das wird nämlich auch ein Spaß, Elvis. Komm, hab ich vorhin schon gezeigt den Jungs. Jetzt darfst du nochmal hier erfahren. Du siehst, hier sind die Löcher. Zack. Das heißt, genau hier muss gebohrt werden. Das wird auf jeden Fall spaßig. Aber gar kein Problem. Wie kennzeichnen wir denn jetzt am besten hier die Position von den Löchern? Wir können natürlich den Abstand schon mal messen von unten und dann anzeichnen. Ja, warte, also ich hätte das jetzt, weiß gar nicht, wie ich das jetzt, hast du einen Bleistift? Hm? Hast du einen Bleistift ganz zufällig? Nee. Okay. Wo muss der denn setzen? So? Ich würde sagen, dass er hier so eigentlich am Rand fast schon ist, ne? Ja. So, passt du bei dir? Ja. Also hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, so ein Stück hier rüber. Ja, wieso ziehst du ihn dann so rüber, Digga? Hier wird der festgestellt. Ja, Digga, ich weiß. Bei mir sitzt es so. Na gut, Passgenauigkeit weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Aber. Ja, stimmt, der ist hier, geht er zu weit runter, ne? In meinen Augen wäre das jetzt bei, so, ja. Bei dir, ja. Ja. Auf der Seite nicht. Eben. Ja. Aber gut, das ist ein bisschen asymmetrisch. Ja, komm. Spack's ran. Ich wollte doch nur einen Spoiler montieren, Junge. Ah, ja, Elvis hat ja schon gesagt, ich soll das nicht so hinstellen, als könnte er nichts. Egal, scheiß drauf. Ich habe jetzt gar keinen Bock, Leute, wirklich hier durchzubohren. Und dann passt das alles. Das passt doch alles nicht, Digga. Das passt doch alles nicht. Das lasse ich schön autosiastik machen, dann will ich nichts mehr hören hier. Ja Leute, also wir haben jetzt hier den halben Abend in der Werkstatt verbracht. War auch ganz lustig. Elvis hatte zwischenzeitlich einen kleinen Ausraster, sagt, er kann das alles nicht mehr, er will das alles nicht mehr. Ich kaufe kein Werkzeug, er sagt mir immer, welches Werkzeug er braucht und ich kaufe es einfach nicht, ich zu geizig bin. Ja, und in dem Sinne, die Bilanz des Videos, Spoiler ist nicht dran, sieht aber gut aus. Ich habe beim Schlagen auf die Lenkspindel das Gewinde zerdeppert. Halt for real, die Mutter passt da einfach nicht mehr drauf. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bam.